Liebe Zuschauer, herzlich willkommen vom IG Bank Swiss Trading Day 2023 und bei mir ist Enk Lien. Er arbeitet für die IG Bank. Wir haben verschiedene Themen. Wir sprechen vielleicht zuerst einmal über die Plattform, die Trading-Plattform. Was muss man da beachten, wenn man die benutzen möchte? Du, die Trading-Plattform, ich sage mal, als Field-Trader vergleicht man verschiedene Plattformen mal zuerst. Und ich würde dir eigentlich gerne sagen, was du bei uns kannst machen, was du bei anderen Banken oder Brokers eventuell nicht kannst machen. Und wir haben so zwei spezielle Sachen. Eins davon ist der garantierte Stopp, der bei uns ein schöner Feature ist. Und ich würde das gerne erklären, weil vielleicht hast du es zum ersten Mal gehört. Und der garantierte Stopp, eigentlich nichts anderes, der garantiert dir, wie der Name schon suggeriert, dass du bei dem Level, wo du setzt, bei deinem Stop, falls mal der Trade gegen dich laufen sollte, im Worst Case, dass du zum garantierten Level ausgeführt bist. Das heisst, bei uns der garantierte Stopp, wenn du dich bei uns auf der IG Bank Plattform tradest, hast du kein Slippage-Risiko oder wenn der Markt oder der Preis sich kurzfristig wegbewegt vom Ausführungspreis oder auch das typische Gap-Risk vom Montag auf den Freitag. Wie schnell ist man da so drin? Braucht man da so ein bisschen Zeit oder wie schnell geht das? Ich habe jetzt schon vieles gehört und ein Kommentar, der mir persönlich geblieben ist, ist die Plattform selber, wenn du als New Joiner zum ersten Mal unsere Plattform kennst, sei es jetzt erfahren oder unerfahren, ein 12-jähriges Kind kommt relativ schnell und intuitiv daraus, wo was ist und was er muss klicken. Und ich sage mal, die Aussage kann ich bestätigen. Ein anderes Thema ist ja auch noch Risikomanagement. Was muss man da beachten? Du müsstest ein bisschen spezifizieren. Risiko ist relativ gross, vom Marktrisiko bis Obstrisiko. Du hast ja hier heute auch spezielle Themen zum Risiko. Also worüber geht es da zum Beispiel? Ja, es ist da eine Sache oder ein Tool, das relativ, in meiner Meinung nach, sehr stark ist. Das ist bei uns die Trade-Analyse-Tool. Und dort, was machst du dort? Dort tust du nichts anderes als all deine historischen Trades von deinen x-tausenden analysieren. Und meistens siehst du die Fehler, die du gemacht hast, in den vergangenen Trades aufgezeigt. Auch statistisch. Sei es jetzt eine Trefferquote oder ein Gewinn-Verlust-Verhältnis oder auch deine Return Rate. Und das wird nicht nur als Zahl quantifiziert, sondern wirklich auch grafisch aufgezeigt, deine kumulierte Gewinn oder auch deine einzelne Kerzen von Profits realized oder auch Verlust. Und ich glaube, wenn du dort relativ schnell hineinschaust, und zu dem kommen wir dann sicher nachher auch noch ein bisschen ins Detail, siehst du relativ schnell, wo du dein Risiko müsstest minimieren oder maximieren. Und was wir eher oft sehen, und das ist auch der grösste Fehler, den die meisten Traders leider machen, ist wirklich Trading ohne Stops. Das siehst du dann wirklich grafisch sehr schön. Vielen Dank für diese ersten Einblicke, Enk Lien von der IG Bank. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse.